Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4. Beim letzten Mal haben wir die X01 Rüstung gefunden. Mit Preston reden wir gleich. Und jetzt wollen wir eigentlich noch mehr davon haben. Erstmal hier den Schrott lagern. Also die X01 Rüstung ist quasi die Militär-Power Rüstung. Die ist awesome. So, kann ich die jetzt umbauen? Was baust du da? So, wie viel hat der? Der hat 200, 120, 200 im Maximalen. Der Torso, das ist ja der Teil, ne? MK1. Was könnte man daraus machen? Blutreiniger. Oh. Stimpumpe. So geile Sachen hier. Jetpack. Tesla-Spulen. Wir müssen sowas dringend mal bauen. Dann müssen wir Wissenschaft 4 und da noch Rüstmeister. Müssen wir mal drauf achten. Okay, mach mal ohne. Unbehandelt. Hier, komm. Oh, EMP-Abschirmung. Thermalgeschichte. Ja, nee, komm. Brauchen wir dafür eigentlich? Kleber und nukleares Material. Ah ja. EMP. Ja, guck mal. Und das hier? Jetzt würde ich gerne das Ding reparieren, wenn es geht. Jawohl. Dann können wir das auch wieder ausrüsten. Vielleicht ausrüsten. Solltest du was von dem Zeug zurücklassen, das du mit dir rumschleppst. Nein! Ich lasse auch nichts zurück. Der hat auch ein Mittel gekriegt. Können wir auch nochmal. Jawohl. Ein Reporter ist nur dann unerfolgreich, wenn jemand sein Leben bedroht. Ich bin verdammt erfolgreich. Hab ich doch gerade repariert. Wir brauchen mehr Aluminium. Finde ich hier vielleicht noch irgendwo einen Wecker? Einen kleinen Wecker. Einen einzelnen. Wir schauen uns mal, ob wir hier vielleicht noch irgendwas zurückgelassen haben. Ich vermute es zwar nicht, aber man weiß ja nie. Eigentlich haben wir glaube ich echt alles leer geräumt. Bin jetzt schon so weit, dass ich den Leuten leere Dosen abkaufen würde. Hier noch mal rein. Jo, ich habe mich gerade schon gewundert, wir haben schon lange keinen Fusionskern mehr verbraucht. So. Ist hier noch irgendetwas? Hm. Alles in dieser Welt ist aus Alu, außer wenn man es braucht. Aha, TV-Dinner-Tablett, das müssen wir uns merken. Das gibt wohl gut Aluminium, das reicht eigentlich schon fast. Wir gucken aber erstmal weiter. Hier fehlen Betten. Ich glaube, wir bauen gleich mal Betten, wenn wir können. Teppich. Weg. Strohkissen kommen weg. Ist schon alles. Aber Teppich, Keramik, Hauptsache den Handtuchhalter kann man nicht abbauen. Stahl und Glas. Servus. Ich helfe nicht, ich loote nur. Hier ist leer. Ich guck mal gerade, ob wir noch ein paar Betten bauen können. Möbel, Betten. Das reicht eigentlich zum Standardbett, ne? Ich würde da gerne. Hier fehlt ja noch eine. Ach nee, die ist einfach nur offen. Okay.
Da habe ich so zwei einzelne Betten für vergnügliche Stunden. Also versuchen wir es nochmal. Betten. Bett. Bett. Ist egal, was für ein Bett? Eine Matratze. Schlafsack. Komm. Nee. Was ist? Wir denken hier ergebnisorientiert. Müssen nur aufpassen, dass sie nicht irgendwie auf die Leute drauf treten, wenn sie hier ins Haus gehen. So, wir haben schon wieder Aluminium, das heißt, wir können noch reparieren gehen. Nichts bleibt für immer verbunden. Dann geht's auch bald mal weiter. Ein bisschen was ablegen, aber dann. So. Jetzt wird man jetzt hier kaputt. Boah, der Gesundheit 560, krass. Das hat sich denn gerade hier am nötigsten. Okay, erstmal das hier. Dann der hier. Jawohl. Das war's. Ne? Alles wieder Fullbild. Sehr schön. Ja, verlassen. Auch wenn es uns ständig umbringen will, immerhin ist es im Kommen langweilig. Das wäre ja schlimm, wenn das langweilig wäre. Dann würde das ganze Spiel überhaupt keinen Sinn machen. So, wo ist denn der Priesthohn? Da drin. Dass ich mit der Rüstung durch den Türrahmen passe, ist faszinierend. Der rennt draußen rum. Mann, 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 Mann. Was machst du denn da? Unkraut jeden? Hab ich jetzt mein Drehbuch hingelegt? Weg. Hallo. Die Burg hat anscheinend versucht, dich über Funk zu erreichen. Gab wohl irgendeine Art Vorfall. Das solltest du dir besser mal ansehen. Was soll ich tun? Du musst es nur sagen. Begonnen, alte Waffenkehr zum Burg zu. Ich habe die Ghule erledigt, die der Siedlung so viele Probleme gemacht haben. Das freut mich zu hören, General. Ist schwer genug hier. Da sollten sich die Leute nicht auch noch um Ghule Sorgen machen müssen. Ich lasse es dich wissen, wenn eine Siedlung Hilfe benötigt. Und kannst du das nicht selber machen? Biete jedem Hilfe an, der sie benötigt. Damit bringst du unsere Sache voran. So, abgeschlossen. Halt! Ich habe den entführten Siedler gerettet. Wir haben jetzt eine weitere Siedlung auf unserer Seite. Gut, lauf doch nicht weg. Ein weiterer Erfolg für die Minutemen. Wenn du so weitermachst, haben wir bald das ganze Commonwealth hinter uns. Wenn du Zeit hast, ich hätte da noch was, um das du dich kümmern könntest. Erstmal nicht, danke. Ich habe gehört, die Leute auf der Finch Farm brauchen Hilfe. Die Minutemen sollten sich darum kümmern. Kannst du mir auf? Kannst du aufhören? Bitte aufhören. Ich habe die Supermutanten erledigt. Die Siedler waren sehr erleichtert, dass sie sich jetzt keine Sorgen mehr um sie machen müssen. Oh mein Gott. Supermutanten. Gegen die haben Zivilisten einfach keine Chance. Wie üblich habe ich schon was Neues für dich. Nein, danke. So, wir legen jetzt noch ein bisschen Zeug ab. Zum Bleistift unsere alte Rüstung, weil die nimmt ja doch sehr viel Gewicht weg. Ich glaube, wir haben die nämlich noch dabei, oder? Hier, genau, das Stück da. Drei Dingens. Lagern, lagern, lagern. Lagern. Wir ziehen das ja eh nicht an. Brille. Bleiverkleidung. Okay. Das war's davon. Diverses Mods, Munition, Inventar, Waffen. 10 mm Automatik. Ich hab bessere. Vitamine, ja, Wumme. Nee, danke. So. Die explosive 44er, die müssten wir auch mal ausprobieren. Solange die nicht, mir nicht in der Hand explodiert. Ich verlang nicht viel. Ja. Nur eine volle Flasche und ein paar Knochen, die ich brechen kann. Ich wette, das finden wir. Komm mal mit. Was machen wir jetzt überhaupt? Aufgaben. Alte Waffen. Kehr zum Bug zurück. Ich glaube, das machen wir mal gerade. Oder? Wir wollten eigentlich das hier machen. Aber wir gehen erstmal. Ups, wir gehen erstmal zur Pritwin und hören mal, was die dazu sagen. Ist ja nah dran.
gehen wir da gleich mal hin. Erstmal Finch Farm. Ach, das ist ja. Ist ja direkt in der Nähe. Können wir es theoretisch auch auf einem Weg machen. Aber erstmal. Die sollen ja auch wissen, was da los ist, ne? Wenn da Leute von denen verschollen sind. Das finden die ja natürlich nicht so schön. Du leuchtest mich an. Ich leuchte dich auch an. Fühlst dich jetzt cool? Wenn ältester Maxen dir befehlen würde. Ja. Ältester Maxen, ältester Maxen. Keine Ahnung. Soll ich hin? Wen soll ich denn voll labern damit? Hallo. Captain. Warte kurz, Ritter. Lass mich eine Sache klarstellen. Als Mitglied der Bruderschaft unterstehst du meinem Befehl. Wenn du meinen Respekt willst, musst du ihn dir verdienen. Wenn ich dir eine Mission zuweise, erwarte ich Ergebnisse. Ist das klar? Beschäftigt, Befehle des Ältesten, deine Befehle. Spielen wir mal mit. Voll und ganz. Gut. Ich möchte, dass du einen Rückholeinsatz leitest. Die Bruderschaft behält das Commonwealth bereits eine Weile im Auge, seit wir von der Bedrohung durch die Synths erfahren haben. Wir haben schon mehrere Erkundungsteams entsandt. Paladin Dances Trupp war bei weitem nicht der erste. Das letzte Team ist vor 3 Jahren aufgebrochen. Man hörte nie wieder von ihnen. Offiziell gelten sie als vermisst. Wahrscheinlich sind sie tot. Rettungsmission, tut mir leid. Das ist das Risiko. Sie kannten die Risiken. Das taten sie. Aber wir gedenken derer in Ehren, die in Dienst ihr Leben lassen. Dein Befehl lautet, nach dem vermissten Erkundungsteam zu suchen und ihre Ausrüstung zurückzubringen. Melde dich bei mir, wenn du Ergebnisse hast. Verstanden? 3 Jahre, nicht wichtig. Wo anfangen? Wo soll ich anfangen? Ihr Einstiegspunkt war in den Hügeln bei Malden. Durchkämme den Bereich und lege ein Suchmuster fest. Achte auf Notsignale über Funk. Alle Erkundungsteams sind mit Notrufsendern ausgestattet, die in einem kleinen Radius Positionssignale senden. Suche nach einem Signal, dann solltest du den Ursprung finden können. Das wäre alles, Ritter. Wegtreten. Jo, Abi, das war's. Ach so. Es ging auch darum, okay, weil das nicht zur Sprache gekommen ist. Nun gut. Was machen wir jetzt? Wir gehen zur Farm. Ich bevorzuge ja Laserwaffen. Der Schuss ist sauber. Naja, typischer Ozongeruch, wir kennen das. So, wir wollen auf jeden Fall mal dahin, also Tempines Bluff. Dorthin sauber machen, dann Morden Center war nicht auch schon mal da? Wir gehen dann erstmal dahin und dann dahin. Wenn wir schon mal da sind, können wir auch da eben mal gucken, was da los ist. Aber erstmal nach da oben hin und gucken, was der Außenposten macht. Jetzt habe ich schon wieder meinen Fat Man vergessen. Schade. Servus. So, wo genau? Ich muss mal diese anderen Sachen alle. So. Ist ja jetzt weg, ne? Ist immer noch. Ist das verbuggt oder ist das einfach. Ach so. Ach so, okay. Das gehört so. Ich war verwundert. Erstmal speichern. Wir haben jetzt die geile X01-Rüstung. Ist das super. Ich muss mal nachgucken, wo man die anderen Teile kriegt. Womit habe ich mir jetzt XP verdient? Habe ich einen Takalake platt getreten oder was? Keiner da? Genau soll ich denn hin? Prinzipiell erstmal überall reingucken. Gibt's hier was? Nö. So. Ist auch noch ein ganzes Stück weiter. Ich will da trotzdem mal.
Okay. Ja, sie ist tot. Siedler. Oh. Lass es mich wissen, wenn du Munition findest. Teddy. Nuka-Cola. Das ist ja der Wahnsinn. Wir gucken mal gerade nach. Daten. Ach Quatsch, Inventar. Diverses. Notiz. Billy. Die 44er, Punkt 44, ist endlich in meinem Besitz. Jetzt müssen wir noch einen Weg finden, das Ding zu verkaufen, ohne dass jemand spitz kriegt, was wir vorhaben. Versteckt habe ich das Ding in Chestnut Hillhock Reservoir. Wir treffen uns heute Abend dort. Ah ja. Berge, Punkt 44. Was es nun ist, bleibt ein Geheimnis. Ist auch nur eine Nebenmission. Wurde meine Karte aktualisiert? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. War ja leicht. War jetzt der Geschützturm? Wow, wow. Hörst du das? Wo ist der Geschützturm? Laufen die hier jetzt rum? Kommen die hier hin? Machen die was? Tun die was? Wollen die was? Hier, ein Boomer. Solche Sachen. Ist da. Was war denn? Hab ich das Ding gar nicht mehr mit? Habe ich denn meinen Raketenwerfer weggepackt? Schade. Na gut. Ach du Scheiße. Oh oh. Mai oh mai oh mai. Ein Schuss hat er nur? Ich werde mir mit dir den Dreck von meinen Stiefeln wischen. Wir haben's ja. Jetzt heißt es sterben. Ist da noch irgendeiner? Hallo? Sieht nicht so aus. Okay. Dann können wir jetzt leider hingehen. Springen wir mal runter. Roms. Schön, gefällt mir. Aha. Ich wusste doch, da wurde mir noch was angezeigt.
ziemlich offener Unterschlupf. Außenposten Simonia. Hallo. Den nehme ich mit. Raider Power Rüstung. Nee, lass mal. Aber wir haben jetzt einen Fat Man. Und wir haben für das Dingen. Wie viel? Nochmal. 17 Schuss. So, einfach weil es so schön ist, schießen wir jetzt mal den Laster da ab. Hallo, die Waldfee. Das macht Spaß. Aber der Geschützturm arbeitet weiter. Oh. Irgendwas verfolgt uns. Ja, komm. Ja, Captain, renn mir in den Schuss. Ist eine super Idee. Bescheuert. Ist hier noch irgendwas Wichtiges? Endlos. Na, also. Hm. Not bad, not bad. Vielleicht bauen wir die ja noch um. Zur neuen Wumme. Also, die haben echt eine gute Grundlage. Hm. Erstmal gucken. Hier noch was. Hier noch was. Ich erwarte ja immer, dass die irgendwo was versteckt haben, aber ich glaube, so weit denken die gar nicht. Hey! Perfekt! Nachts mehr Schaden. Schön. Willst du das jetzt? Wirklich? Ja, warum denn nicht? So. Errichte Verteidigungsanlagen. Wenn ich dazu die nötigen Mittel habe, dann gerne. Komm, erstmal bauen wir hier noch einen Wachposten hin. Holz. Ja, so. Und hier noch so ein Ding hin. So. Dann bauen wir als nächstes. Wie viel sollen wir denn machen? Sollen wir sowas hier bauen? Ich habe aber keinen Stahl dafür. Wasser. 30 Holz. Stein. Mit dem Kollegen nicht verschrotten. Station. Irgendwas Schrottiges hier. Stahl, Betonklötze. Nehmen wir noch mit. Sofa ist gerade auch nebensächlich. Braucht kein Mensch. Genau wie Spinde. Achso, jetzt kann man schon bauen. Dann stelle ich. Ups, dann stelle ich nochmal so ein Ding da oben hin. Auch wenn wir gerade erst eins kaputt gemacht haben. Ja, so. So, so. 50%, also noch eins. Okay. Haben wir noch irgendwas anderes? Nichts, was sich auf die Schnelle lohnt. Stahl, 8, Zahnrad, 2. Karotte. Hm. Ja, puh. Ist oben noch was? Bett. Ups. Ist das schlimm, ey. Hier. Sachen suchen. Man kriegt nicht mal die Mittel gestellt. Das ist ein bisschen blöd. Ich geh mal da runter zum Truck und geh mal gucken, ob da irgendwas. Vakuum.
brauchen Zahnräder, nicht wahr? So Zahnräder? So ein Blödsinn. Wir haben auch nichts, was wir einschrotten könnten. Ja, keine Zahnräder. Wir haben ja eben erst alles weggepackt. Was gibt es denn noch an Verteidigungsanlagen? So ein einfaches Ding hier zählt ja nicht. Ne? Können wir das... muss man noch was zusammenklauben können. Beton. Zwei Kupfer. Wir haben auch nichts. Das ist ja schon sehr blöd. Viel Stahl dafür erst ist doch den Kollegen nicht verwerten. Ich weiß aber noch was drin, aber sonst ist hier doch echt nichts. Bett, bisschen Stroh. Das ist ja nervig, ey, wenn hier nix will. Müssen einfach zum heimischen Lager laufen, ne? Dort Stahl und Zahnräder holen und dann wieder zurücklaschen. Das ist doch. Also es ist doch. Also. Sowas. Hier, nochmal. Transfer. Waffenkleidung. Hilfsmittel. Diverses. Schrott. Haben wir hier Zahnräder drin? Bitte sag mir ja. Nimm mal vier mit. Ein bisschen Stahl. Wir haben ja. Pack mal 200. 200. Ein. Jetzt wieder zurück. Einfach mal 200 einpacken, damit da was ist. Wenn wir uns doch irgendwann mal entscheiden, hier was anzulegen, dann können wir machen. Es regnet. Es ist ja doch ein wenig ungemütlich. So, Transfer. Schrott. Bauen wir noch so ein Ding. Bauen wir auch mit daran? Oder? Ja, fast lieber. Da so hinsetzen. So für den Fall, wo schießt er denn da? Warte mal. Aha. So. Ich hatte Pam berichtet. Die Robo-Pam. Ja gut, das machen wir eben noch. Und dann war es das für heute. Leute. Carrington will mit dir reden. Hörte sich wichtig an. Carrington, ach der Doktor. Schön, dich bei uns zu haben. Ist das so eine alte Rüstung?
komisch. Hallo, Pam. Setze Mensch-Maschine-Interface auf 100%. Guten Abend, Agent. Laut meinen Daten wurde Unterschlupf Mercer eingerichtet. Belohnung erteilt. Weitere Hilfe wird benötigt. Ich habe den Standort eines Geheimverstecks für verdeckte Operationen. Dort befindet sich Ausrüstung, die unsere Organisation benötigt. Die Railroad-Anführerin hat sie gebeten, das Geheimversteck vor Feinden in der Umgebung zu sichern. Was ist im Versteck? Was ist in diesem Geheimversteck? Der Inhalt ist geheim. Wenn das Geheimversteck jedoch gesichert wird, erhöht dies die Effektivität unserer Organisation um 2%. Achtung, Fehlerspielraum 3%. Das Geheimversteck ist verborgen, gemäß taktischer Gegenüberwachungsprotokolle. Mit diesem RFID-Gerät finden und entriegeln Sie das Versteck, sobald Sie in der Nähe sind. Wie funktioniert das? Wie funktioniert das Gerät? Das Gerät identifiziert Sie als Colonel Johnson der Defense Intelligence Agency. Colonel Johnson hat Zugriffsberechtigung auf sämtliche Militärausrüstung der DIA in der Region Commonwealth. Sie müssen das Versteck nur sichern. Die Ausrüstung werden von Booten abtransportiert. Beende Mensch-Maschine-Interface. RFID-Gerät. Hurra. Hup, 360. Hup, 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 Schraubereinsatz. So, ist das, was Carrington von mir wollte? Ist auch wurscht. Wir machen das einfach. Vielleicht nicht mehr heute, vielleicht auch nicht jetzt. Ich gehe nur mal gerade raus. Und dann war es das für heute. Und beim nächsten Mal gucken wir dann nach, nach Dingens. Nämlich nach Dingens. Mit meinem eigenen Lämpchen fühle ich mich hier sicherer. Ich habe das Gefühl, dass hier noch irgendwas rumkreuchen und fleuchen könnte. Was aber eigentlich nicht sein kann. Weil wir haben ja alles platt gemacht. Wissen wir ja, wir waren ja dabei. Ne? Also ihr wart auch dabei. Wir alle waren dabei. Ist ja aber nicht die Kane. Also die Spawn. Naja, was soll's. Alles klar, dann war's das für heute. Ich bedanke mich wie immer herzlichst fürs Zusehen und sag bis zum nächsten Part.